Name ist Joy, ich bin Künstler von Makers for Humanity und Artists for Future in Hannover. Und ich möchte euch einfach mal kurz in einem unprofessionellen Clip zeigen, wo dieses Jahr der For Future Summit stattfindet. Ja, herzliches Willkommen auch von mir. Ich bin Imke, bin auch mit im Orga-Team, weil ich die letzten beiden Jahre schon beim Makers Lab dabei war und es unheimlich genossen habe, so vielen verschiedenen Menschen zu begegnen. Und ich es toll finde, dass wir dieses Jahr hier auf diesem tollen Gelände die Möglichkeit haben, Raum zu bieten für all jene Menschen, die sich für eine Welt einsetzen, die schöner ist als das, was wir bisher haben. Manche unter dem Schlagwort For Future, andere in ganz anderen Bewegungen. Es gibt Menschen, die sind schon seit Jahrzehnten mit Permakultur, mit Transition Towns dabei, die Welt zu gestalten. Und es gibt schon ganz viele Fähigkeiten und alles, was es dafür braucht, das kommt hier zusammen. Und das ist wunderschön. Menschen, die kluge Gedanken haben, Menschen, die Musik machen, Menschen, die kuscheln, Menschen, die gutes veganes Essen kochen. Und jeder kann sich mit seinen Talenten einbringen und von anderen lernen, weil es unheimlich vieles braucht an Fähigkeiten, um diese Welt zu gestalten. Und das Besondere ist, dass wir sowohl hier ein Gefühl schaffen, eine Möglichkeit, Zukunft zu erleben, ein Erleben von, wow, so kann die Welt auch funktionieren. So kann es sein, wenn Menschen mit verschiedenen Qualitäten zusammenkommen. Und gleichzeitig ganz konkretes Handwerkszeug, was es braucht, um diese Welt dann draußen auch zu bauen und zu gestalten. Und das wird ziemlich großartig. Und stimmt, das wird voll großartig. Und jetzt zeigen wir den Leuten mal die Räume, okay? Oh ja. Gehen wir mal rein. Riesen Außengrundstück hier, wunderschön. Da sind auch ein paar Obstbäume dabei. Ja, es gibt vier Trakte, so die vier Burgfriede und ein riesen Innenhof. Das Schönste, das Juwel ist natürlich die Milchbar in der Mitte, die frühere Schulkantine. Und ja, ist alles symmetrisch aufgebaut, deswegen zeigen wir euch einfach mal exemplarisch jetzt einen Trakt. Und so sind diese vier Trakte dann. Also es gibt jede Menge Platz. Mal gucken, da sind die früheren Klassenzimmer. Oh ja, hier ist auch warm und gemütlich. Na, hier kann man noch arbeiten, oder? Oder besser feiern. Arbeiten. Musik kann man hier machen. Toll. Also das wird dann der Arbeitsraum werden. Ist also nichts drin, nur eure Ideen. Zu den Themenbereichen, die wichtig sind für eine Transformation der Gesellschaft, gehört natürlich auch Bewusstsein und Bildung. Das ist vor allem auch viel Raum für Faszination. Yeah! Viele Organisationen planen ja in ihrem Fachbereich, in ihrem Themenbereich wirklich tolle Innovationen. Und das machen sie das ganze Jahr über, auch dezentral und online. Und was wir mit diesem Summit hier bieten können, ist ein Ort, wo sich die Akteure interdisziplinär treffen und gemeinsam empathische Beziehungen aufbauen und auch Spaß haben zu feiern. Die Ergebnisse, die es schon gibt, die ganzen Lösungen, die wir jetzt zu einem gemeinschaftlichen Zukunftsbild zusammensetzen können. Denn wer zusammen schon mal schief am Lagerfeuer gesungen hat, der kann auch das Jahr über in Online-Telcos oder dezentralen Zusammenhängen miteinander arbeiten. Es geht uns also mit diesem Summit vor allem auch darum, Vertrauen zu schaffen. So, denn Vertrauen ist das, was die Wandelbewegung schnell und in die Breite nach vorne bringt. Los geht's! Der Summit ist einerseits eine Fachkonferenz für Akteure, die sich bereits aktiv für den Wandel einsetzen. Es gibt aber auch einen Publikumstag. Der Sonntag ist offen für alle Menschen, die vorbeikommen wollen und sich informieren wollen. Das heißt, das Programm kann total vielfältig aussehen. Ihr könnt vorbeikommen und hier Netzwerk- und Strategietreffen machen. Ihr könnt Workshops mitbringen, ihr könnt Talks vorbereiten, was immer ihr an andere weitergeben möchtet. Und habt dann natürlich auch ganz viel Gelegenheit, von anderen zu lernen. Und sei es Vernetzung innerhalb der Bewegung, sei es, dass ihr an dem Punkt steht, ihr wollt gerade nach außen gehen und Menschen informieren, dann seid ihr hier richtig und habt die Gelegenheit. Und damit wir das auch ein bisschen sortieren und vorbereiten können, wäre es super, wenn ihr euch möglichst bald anmeldet und
von uns wissen lasst, was ihr mitbringt an Inhalten, an Angeboten, vielleicht an Kunstaktionen, was immer es ist, was ihr beitragen wollt. Dann können wir das nämlich leichter gemeinsam planen und das hier schön für alle gestalten. Cool. Wo kann man sich anmelden? Anmelden kann man sich auf der Webseite m4h.network. Den Link findet ihr hier auch unten. Einfach draufklicken und los geht's.